kommen dann so pinke Sterne, wenn du eine Bande angreifst. Oh, das kann ich jetzt richtig gut simulieren. Moment, aussteigen. Guck, zum Beispiel, ich greife jetzt die an. Das ist eine Bandenoperation. Ja, Okay. Leute, willkommen zu einem kleinen Anspiel hier auf meinem Kanal. Und ihr seht, es ist Saints Row the Third, einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich bin nicht alleine. Heute ist der Flo dabei. Hallo. Ja, hallo. Von dem Kanal Fred und Flo. Hallo. Ja, wunderschön. Ja. Das ist jetzt kein richtiges Let's Play, einfach mal nur so ein kleines Anspiel. Und oh, ich habe den falschen Spielstand geladen, ich Dumpfbacke. Bin so dumm. Ich habe den Spielstand, falschen Spielstand geladen. Ich habe den mit 2% geladen, statt den mit 6%. Schade. Aber ich werde es vielleicht bald. Ich werde es vielleicht bald Let's Playen auf dem Kanal. Was ich dazu sagen muss, die Projekte Half-Life und Outcast sind jetzt leider gestrichen wegen einigen Problemen beim Aufnehmen und beim Starten der jeweiligen Spiele. Deswegen ist jetzt Half-Life, das war ja eh kurz vor dem Ende abgesetzt, ist jetzt leider vorbei. Und Outcast ist jetzt auch zu Ende, obwohl ich erstmal beim achten Part war. Tut mir leid, aber dafür werden jetzt geilere Spiele kommen, wie Saints Row zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Far Cry, ne, okay, Far Cry 2 nicht unbedingt, aber Half-Life 2 dafür vielleicht. Ich fange schon wieder mit Half-Life an. ja, mein Gott. Gerade aufs aufgehört und sofort wieder angefangen. Ja, okay. Aber bei Half-Life 2 habe ich immerhin die richtige Version. Portal könnten wir vielleicht sogar noch machen. Eins oder zwei? Portal 1 und 2 habe ich. Vielleicht machen wir beide. Was haben wir noch? Wir haben Saints Row 4 haben wir sogar noch. Ja, okay. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ja, auf diesem Spielstand ist einfach ein Spielstand, den ich aus Langeweile gemacht habe. Den habe ich jetzt mal einfach mit Cheats aktiviert. Könnt ihr auch hier sehen. Muss nicht verstecken. Der andere Spielstand wird dann ohne Cheats sein. Erstmal starker Regen. Wunderschön. Ja, jetzt sind die FPS auf 60 runtergegangen. Und Florian, der rendert gerade noch. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ja, er rendert gerade etwas, was wir raufgenommen haben. Ist es so oder ist es so? Doriso, ja. Oh ja. Schon 90% von dem einen, dann kann ich das erste schon mal hochladen. Okay. Nee, ich muss. Ja, egal, mach du den Tag. Wir sehen, ich habe hier so einige schöne Waffen, wie diese Kettensäge. Zack. Zack. Nimm doch mal deine Superwaffe da, die pinke. Okay. Arsenal. Der Penetrator, Stufe 1. Ein absolutes Sexspielzeug mit der Tödlichkeit eines Baseballschlägers. Und ja, damit gehen wir jetzt auf die Straße und verprügeln. Leute. Vorher will ich euch aber noch hier so ein paar schöne Waffen zeigen. Genau, ich wollte meine beidhändigen Schusswaffen nochmal abwechseln. Und zwar genau von den hier auf die hier. Dann haben wir hier. Oh, ich nehme den Cyberblaster mal mit. Ah, das hat richtig Ich. geil. So, und hier nehmen wir mal das Scharfschützengewehr mit. Der Cyberblaster ist richtig geil. Der passt richtig zu meinem Namen. Vor allem, was lustig ist, hier gibt es so ein paar Waffen, die mit Cyber anfangen. Hier, das ist der Cyberblaster. Und hier, das ist der Cyberbuster. Geh den nehmen wir statt dem Scharfschützengewehr mal mit. Hier, Cyberblaster. Rapatan. Und Cyberbuster. Riesenschockwelle. Das ist cybertastisch. So, was für einen Flieger nehmen wir denn mal? Sollen wir diesen kleinen Minispeeder nehmen oder lieber einen Besen? Helikopter. Ich nehme heute mal den Flieger. Ich finde, oh mein Gott, ich muss das Wetter endlich mal zurückstellen. Himmel frei machen. Es werde ganz normal. Ja, was ich an diesen Fliegern richtig geil finde, er hat Laserstrahlen. Der unendlich lang geht und er kommt aus der Spitze vorne.
Hui. Und er hat einmal den Helikoptermodus. Und B. Und der Flugmodus ist angeschaltet. Hä? Hat er verstanden, der Flugmodus, gell? Ja. Und wenn ich jetzt einfach Y drücke, warte. Wenn wir jetzt Y drücken, dann fallen wir auf den Boden und unser Flieger ist knallhart abgestürzt. Geil. Und jetzt schießt gerade mit der Bazooka ab. Mal wieder. Ja, aber der geht nicht kaputt. Aber, und? Oh fuck, ich habe ihm ja das Knick gebrochen. Ich habe einen Spezialangriff gemacht. Und das steht... Oh ja, wir knüppeln andere Leute nieder. Ich hau tausendmal mit diesem Ding auf die drauf. Habe ich dir vorhin gezeigt, gell, per Bildschirmübertragung. Ja, hast du. Ja, so richtig tausendmal auf diesen Typen drauf geballert. Blöd, dass der Cyberbuster nur eine Schockwaffe ist. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay. Und aufladen. Na klar, weil jetzt kommen wieder gleich die anderen Helikopter, feindliche Helikopter. Das ist auch voll dumm an Saints Row, was meiner Meinung nach richtig kacke ist, einfach, dass es, wenn du bei einer Bandenoperation zum Beispiel bist, dann greifen die dich an und wenn du dich gegen die wehrst, dann kriegst du die Sterne. Richtig behindert. Ich einfach mal rück zum Penthouse, also zu meinem Hoodie House. Oh yeah, richtig geil. Ich habe übrigens auch mein Mikro bestellt, das sollte nächsten Tag jetzt kommen, deswegen kam auch ein paar Tage keine Videos, weil ich ständig, oh ja, Modus wechseln, einfach in die Luft Modus wechseln und dann abschießen, und dieser Laser hat sogar noch eine Zielfunktion. Bist du neidisch? Nein, nicht. Ach, nur weil du das dein geiles Rennspiel da hast, weißt du? Warte. Hab ich hier die CD? Ja, Alter. Warte, ich lese mal alles vor. Car Precision Racing. Indie Car Simulator. Erleben Sie grenzenloses Rennen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte kurz. Warte, Design vor? Alter. Nein, ich hab mein Jet vom Haus geworfen. Weißt du, was hier ist? Warte, Design for Microsoft Windows NT und Windows 95. Und du spielst einfach mal eiskalt auf Windows 95. Und du, der Typ spielst einfach eiskalt mal auf Windows 8.1. Ja, ich muss mir dafür erstmal ein Feature downloaden. Damit es überhaupt funktioniert. Oh mein Gott. Ja, aber ist gut, dass ich voll Leid und Dinge habe. Wenn ihr zum Beispiel eine Sache wisst, ist, Saints Row hat ja hier seinen eigenen Videoaufnahmemodus. Ich möchte wissen, ob sich das lohnt, eher mit Fraps aufzunehmen oder mit diesem Videoaufnahmemodus. Ich denke, es lohnt sich mehr mit Fraps, weil der einfach, nur Fraps einfach geile Aufnahmen macht. So vom Sehen her, sie sind zwar krass groß, für alle, die sich damit nicht ausgehen, die sind, wir haben ein 1 Stunden und 8 Minuten Video aufgenommen und das waren mal eben, wie viele waren es, 175 Gigabyte oder so, also richtig krass viel. Zeig ich mal meine ganzen Autos, beziehungsweise meinen kleinen Motorroller, der gleich kommen wird. So, mit dem Ding fliege ich manchmal vor der Polizei. Und ich klaue Panzer und alles, ja, ist wunderschön. Aber ich habe jetzt mal vor, den hier zu nehmen, weil das einfach wieder da. Okay. Jetzt ist der Typ mal weg, ey. Endlich ist der, wenn ich mal unter uns hier, ja. Ja, ist wunderschön. Also was ich sagen wollte, ich werde dieses Spiel auf jeden Fall let's playen. Ob komplett durch, weiß ich nicht, weil es wird verdammt lange. Dieses Spiel ist einfach richtig lang, sehe ich. Ja. Und ich werde auch viel Zeit damit verbringen, Autos für meine Sammlung, weil ich mache in diesem Spiel wirklich ziemlich gern Autos suchen und dann sammle ich die bei mir. Polizei. Und ja. Okay, ich habe 2 Sterne. Ja, könntest du sehen, unten links, diese Schilde, das sind die Sterne bei, wie bei GTA.
Und ja, das sind die Polizeisterne. Oben über, also auf dem oberen Kreis der Karte, Halbkreis, da kommen dann so pinke Sterne, wenn du eine Bande angreifst. Oh, das kann ich jetzt richtig gut simulieren. Moment, aussteigen. Guck, zum Beispiel, ich greife jetzt die an. Das ist eine Bandenoperation. Und dann seht ihr jetzt da oben diese lila Sterne. Das heißt, wie arg die mich jetzt hassen. Also, wie arg die hinter mir her sind. So. Und da ist auch schon die Polizei. Nein, 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 lass mein Auto in Ruhe. Erstmal schön. Ein Burnout und dann zack, weg bin ich. Die haben nämlich diese fiesen Granatenwerfer. Oh nein, lol, der ist ausgestiegen. Mal hier richtig schön mit unserer cybertastischen Pistole abschießen. Oh, es laggt. Ah, habt ihr es gesehen? Da sind ganz viele Granaten lang geflogen. Es ist einfach richtig geil, dieses Spiel. Ich feiere das so. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist halt wie GTA aufgebaut. Nur meiner Meinung nach schon geil. Es hat zwar keinen Online-Modus. Okay, es hat einen Coop-Modus. Vielleicht werde ich mal Saints Row 4 mit meinem Bruder ein bisschen was machen. Das wird dann zwischen diesen Let's Plays von Saints Row 3 kommen. Und, jo. Übrigens, ja, dieser Spielstand ist mit Cheats. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich erwähne es nochmal. Und der andere Spielstand wird dann natürlich ohne Cheats sein. Hallo? Du hast es schon erwähnt. Ja, ich weiß. Ja, hallo. Ich muss jetzt aber gehen, weil jetzt kommt Fußball und das will ich mir angucken. Es kommt nämlich jetzt die Eröffnung von den von Brasilien. Interessiert mich nicht. Nein, Spaß. Und jetzt wisst ihr genau, an welchem Tag wir aufnehmen und wie viel und um wie viel Uhr. Ha! So. Also dann, bis denn, ne? Tschüss. Okay, tschüss. Okay, der Typ ist weg. Oha. Au, au, Alter, Alter, chill mal eine Runde. Alter, chill mal hier Runden. Au, Alter. Okay, du willst Krieg? Den kannst du haben! Es gibt aber eine simple Lösung, wie wir diese Sterne alle wieder loswerden. Und zwar gehen wir einfach hier rein. Und, ihr seht gleich, zack, alles ist weg. Jo, aber so viel zu dem Thema. Ich verabschiede mich hier für euch, euer Cyberplayer. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Let's Play. Ob es nächstes Mal schon wirklich Saints Row sein wird, das bin ich mir nicht sicher. Aber ich sag auf jeden Fall, ciao.